So, einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr schaltet heute wieder fleißig live ein. Und wenn ihr schon mal online seid, dann schreibt doch einfach ein kurzes Hallo oder gebt mir irgendwie eine Rückmeldung, dass ihr da seid. Ich auch so ein bisschen sehen kann, wer online ist, weil das finde ich immer ganz spannend zu sehen und vielleicht sogar auch, wo ihr gerade unterwegs seid, sprich in welcher Ecke von Deutschland oder sogar international. Wer weiß. Ja, ich immer ein bisschen vorgeplänkelt, damit ihr die Chance habt, erstmal live zu kommen. Heute sprechen wir nämlich über ein weiteres Werbeformat beim Podcasten. Ja, ich habe in der letzten Sendung ja euch erzählt, wie Werbeformate oder wie Werbung insgesamt bezeichnet wird, nämlich als Störermarketing, ja, weil es den Fluss, in dem du dich gerade befindest, nämlich unterbricht. Also wenn du zum Beispiel auf der Straße unterwegs bist, dann steht da ein Werbebanner mitten auf der Straße, so als Doorstopper auch genannt. Ja. Wenn du ein Buch liest, beziehungsweise eher vielleicht eine Zeitschrift und der Absatz ist am Ende der Seite zu Ende, du blätterst um mit der Erwartung, da geht der Satz weiter, ist plötzlich eine Werbeseite dazwischen. Du guckst einen Film, und in der spannendsten Szene, wie wir das letztens auch besprochen haben, wird gerade Werbung eingeblendet im Radio und sonst überall findet das auch statt. Und es stört den aktuellen, die freiwillige Tätigkeit, die du aktuell tust. Sie hat den Grund oder beziehungsweise möchte dadurch bewirken, dass durch eine ständige Wiederholung eine sogenannte Konditionierung am Ende des Tages bewirkt wird. Das heißt, dass sich die Brand Message, die Marke in dein Unterbewusstsein, ja, in deinem Unterbewusstsein verankert und sobald du dann in dem Bereich, nehmen wir mal Getränke beispielsweise, also im Supermarkt bist und darüber nachdenkst, welches Getränk möchte ich jetzt kaufen oder in einem Restaurant bist und es darum geht, ein Getränk zu bestellen, dass du dich an diese Markenbotschaft, an die Marke erinnerst und dementsprechend dafür sorgst, dass die Marke dann mehr Absatz bekommt. Wie sieht es in der Podcast-Welt aus? Also hier gibt es mehrere Werbeformate, die beim Podcast verwendet werden. Heute sprechen wir ganz speziell über das Werbeformat Sponsoring. Vielleicht erstmal ganz kurz eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle, weil ich sehe, wir haben ein paar Live-Zuschauer. Herzlich willkommen. Gebt mir noch mal ganz kurz ein Feedback, was eure Erwartungshaltung zum Thema Sponsoring, beziehungsweise eure Erwartung, nee, eure Erfahrungen so rum. Das heißt, habt ihr schon mal Sponsorings in Podcasts gehört? Und wenn ja, wie fandet ihr das? Fandet ihr das als störend oder eher als angenehm? Was sind im Grunde genommen eure Erfahrungen damit? Das würde ich ganz gerne mal von euch hören. Einfach mal hier mit den anderen in den Kommentaren teilen, wenn ihr das möchtet an der Stelle. So, mal kurz einen Anruf hier wegklicken. So. Solange noch nichts zu sehen ist, mache ich einfach mal weiter mit dem Inhalt an der Stelle. Gucken wir uns einmal an, wo oder wie Sponsoring eigentlich funktioniert. Wir haben ja letztens über das Thema Branded Podcast gesprochen, wo ja im Grunde genommen die Marke nicht den Inhalt bestimmt, sondern die Marke einfach quasi als Namensgeber fungiert. Beim Sponsoring ist es ähnlich, nur dass der Markenname eben nicht den Podcast-Namen in dem Falle bestimmt, sondern innerhalb einer Folge oder sogar innerhalb einer ganzen Serie von Folgen immer wieder genannt wird. Am Anfang oder am Ende einer Episode. Das ist also ein Vertrag, der mit einem Podcaster geschlossen wird, wo im Grunde genommen keine weiteren Informationen über das Unternehmen ausgeschüttet wird, wie es normalerweise bei Werbung so der Fall ist, sondern wir werden hier einfach nur darauf hingewiesen als Hörer, dass diese Episode oder dass dieser Podcast unterstützt, gesponsert, zur Verfügung gestellt wird von Marke XY. Deswegen ist es auch eins der beliebtesten oder nein, andersrum, eins der akzeptiertesten Werbeformate in Deutschland. Ich habe ja von einer Studie gesprochen, die ich letztens zitiert habe, 87% der befragten Deutschen haben von sich gegeben, dass sie Werbung im Podcast nicht so schlimm finden, sprich auch akzeptieren, vielleicht sogar als angenehm empfinden, weil, naja, nehmen wir mal einen Golf-Podcast, dann erwarte ich auch Empfehlungen für Ressorts, für Schläger, sprich für Equipment oder vielleicht auch für einen guten Golfplatz. Und da kann man eben auch wunderbar Werbung mit einblenden, die dem Hörer an der Stelle auch nutzt. Beim Sponsoring ist es allerdings eben nicht so, dass ich
groß über ein Produkt oder über eine Dienstleistung spreche, das ist eine andere Werbeform, eine andere Werbestrategie, über die wir in den nächsten Tagen sprechen werden. Beim Sponsoring wird wirklich nur der Name der Brand genannt. Das hat natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt als Hörer diese Marke nicht kenne, sprich, wenn es eine komplett neu etablierte Marke ist oder einer Hörerschaft zur Verfügung gestellt werden soll, die diese Marke in diesem Segment noch überhaupt nicht kennt, ist es schwierig, weil ich werde seltenst als Hörer hingehen und sagen, wer ist denn das? Ja, und danach googeln in dem Sinne. Vielleicht, also was auch Sinn macht, ist diese Brand dann natürlich den Sponsor in den Shownotes nochmal aufzuführen, einen Link dann auf die Webseite zu geben. Zum einen habe ich dann Backlinks, zum anderen auch die Möglichkeit bei einem wirklich Interessierten, das ist eher selten, muss ich an der Stelle sagen, dass er dann da draufklickt und sich über die Marke informiert. Trotzdem habe ich sie halt immer wieder im Ohr und dadurch, dass ich ja freiwillig diese Episode oder diese ganze Show höre, auch eine positive Verbindung mit der Brand, die mir immer wieder genannt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Pre- oder Post-Roll in dem Moment, wie sie genannt wird, aufgenommen wird. Entweder es ist der Host der Show selber, der diesen Spot einspricht, oder es wird tatsächlich ein externer Sprecher, ein Profi dafür genutzt, um diese kurze Werbeeinblendung, diese Nennung aufzunehmen, damit der Podcaster oder die Agentur dahinter, die den Podcast produziert, das dann reinschneiden kann. Das sind also unterschiedliche Formate, die man dementsprechend dort zur Verfügung hat, beziehungsweise Möglichkeiten, das umzusetzen. Ja. Grunde genommen merkt ihr, es ist sehr kurz und knapp und easy umzusetzen. Man muss an der Stelle natürlich auch darauf achten, darüber haben wir auch in der letzten Episode gesprochen, dass es wirklich darum geht, die passenden Shows zu finden. Ja, es macht wenig Sinn, eine Alkohol- oder ein ungesundes Lebensmittel beispielsweise oder eine Marke in, mit, andersrum, nochmal ganz von vorne, rewind. Nehmen wir mal an, wir haben einen Podcast, der für Gesundheit und Fitness steht. In diesem Podcast eine Lebensmittelmarke oder Brand zu bewerben, die eher für ungesunde Produkte steht, Süßigkeiten, Chips, fettige Sachen, sowas, passt nicht ganz zusammen. Das heißt, die Hörer dieser Marke oder die Hörer dieses Podcasts werden diese Marke eher negativ bewerten. Das heißt, am Ende des Tages funktioniert ein Sponsoring wirklich nur, wenn ich einen guten Fit dazwischen habe, dass die Marke, die ich hier bewerbe, auch zu dem Inhalt, den der Hörer erwartet, auch passt und dementsprechend sogar eher einen Mehrwert gibt und den unterstützt. Ja, ist eigentlich relativ einfach an der Stelle. Die Schwierigkeit dahinter besteht wirklich nur, diesen Fit zu finden. Das heißt, die richtigen Shows zu finden. Meistens geben das die Firmen in Agenturhand, dass sie einfach sagen, das sind unsere Voraussetzungen, sucht uns bitte die richtigen Shows am Markt. Natürlich geht es auch andersrum, dass ihr als Podcaster euch Sponsoren sucht, wo ihr sagt, boah, diese Marke, dieses Unternehmen würde total gut zu uns passen. Und dann könnt ihr sie natürlich auch anschreiben. Da wird's oder da geht's auch wirklich darum, ein paar Dinge zu beachten, damit man überhaupt, also damit die E-Mails, die Briefe überhaupt gelesen werden und nicht direkt in den Mülleimer beziehungsweise im Spam landen an der Stelle. Das würde hier aber zu weit führen. Das können wir gerne an einer anderen Stelle nochmal besprechen und euch dann Infos dazu geben. Ja, das war es kurz und knapp zum Thema Sponsoring, wie es funktioniert und wie Brand Awareness dadurch aufgebaut wird. Im Grunde genommen ganz einfaches Konzept. Man muss es allerdings hier auch eben richtig umsetzen. Wir hören uns morgen um 12:30 Uhr wieder. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne hier eure konkreten Themen in das Kommentarfeld reinschreiben. Wenn ihr eine gewisse Frage habt oder ein Thema, was euch im Podcast-Umfeld interessiert, mit dem Hintergrund, wie werde ich meine Marke, mein Unternehmen, mein Produkt durch Podcast sichtbar? Dann kann ich das gerne hier aufnehmen und für euch diese Frage beantworten. Danke, dass ihr eure Mittagspause mit mir geteilt habt und wir sehen uns morgen wieder an gleicher Stelle, gleiche Welle. Eure Kam. Ciao, ciao.